Das Leben vieler Karpfenangler ist geprägt von der Suche nach Freiheit und Unabhängigkeit. So auch das meine. Ich möchte selbst bestimmen, was wann dran ist. Jeden Tag dazulernen, meine Grenzen immer wieder kennenlernen und sie ausdehnen. Das führt unweigerlich zu dem Leben eines Grenzgängers. Manchmal finde ich neue Wege, die mich richtig voranbringen. Manchmal verrenne ich mich, das katapultiert mich zurück. Manchmal übernehme ich mich und fürchte mich, will hinwerfen oder bin gelähmt. Doch manchmal erlebe ich ihn wahrhaftig, den Moment echter Freiheit, die nicht in Worte zu fassen ist. Ein Feeling, das alle Mühen wert ist. Freiheit, Liebe, Einheit, Ganzheit, viele Begriffe für verschiedene Türen zum gleichen Raum. Dem Gefühl von Grenzenlosigkeit. Mal hält es länger, mal blitzt es nur auf. Es bleibt nicht, es rinnt mir immer wieder durch die Finger wie Sand. Vielleicht ist es das, was das Leben ausmacht. Immer weiter suchen, bis man alle Türen kennt. Bis man den Bauplan dieser Existenz wirklich verstanden hat. Nicht rasten, nicht rosten, sonst geht es zurück auf Los oder viel schlimmer, man schläft ein. Angeln ist für mich eine dieser Türen zur Grenzenlosigkeit. Die enge Verbundenheit zur Natur gibt mir das Gefühl von Einheit und Vollkommenheit. Mit dieser Serie schreibe ich ein neues Kapitel im Buch meines Lebens. Sie soll den Titel Wild und Frei tragen. Ich bin gespannt, wo mich der Wind hinträgt und was ich dort lernen darf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wild und Frei. Wir befinden uns in der Mitte der Staffel. Wild und Frei ist eine Serie auf Carpzilla Plus und dort geht es um das Angeln an großen, wilden, freien Gewässern. Wobei, das groß nehme ich zurück, sie müssen nicht unbedingt groß sein. Es kann einfach nur auch ein kleiner Bach sein, ein kleines Flüsschen oder ein verwunschener See im Wald. Im Laufe dieser Serie wird sich's dahin entwickeln. Hauptsache, das Gewässer ist wild und frei und gibt einem das Gefühl, wild und frei zu sein. Warum erkläre ich das so differenziert? Diese Folge hier werden wir auch auf YouTube veröffentlichen. Ganz ausnahmsweise habe ich mich dazu entschlossen, diese eine Folge aus der Staffel komplett öffentlich für auch das YouTube-Publikum auszustrahlen, denn ich dachte mir, hey, viele kriegen vielleicht gar nicht so richtig mit, was bei Carpzilla Plus abgeht. Carpzilla Plus ist unser Abonnementbereich, wo wir unseren Premium-Content für eine kleine Gebühr unseren Zuschauern zur Verfügung stellen. Dort bekommst du jede Woche ein Video, zwei Textbeiträge, Audio-Coachings und so weiter und so fort. Gewinnspiele, zwei verschiedene Gewinnspiele für unsere Abonnenten. Aber ich will nicht zu viel Werbung dafür machen. Ganz im Gegenteil, hier soll es wirklich darum gehen, euch vorzubereiten auf euer Abenteuer, auf euer Angeln an wilden und freien Gewässern. Und für mich essentiell, gerade für die Großgewässer, an denen ich momentan unterwegs bin, ist ein Boot. Oder auch zwei Boote. Ich habe zwei verschiedene Boote momentan im Einsatz. Und um die auch zu vergleichen, weil es doch ähnlich, aber ein bisschen anders ist, habe ich mir gedacht, gehe ich mal auf beide Boote ein. Es geht also in dieser Folge um Boote, Boote, Boote. Zur Rechten das Boot, das ich tatsächlich die ganze Zeit benutze. Das ist jetzt auch schon beladen. Ich werde darauf eingehen, wie belade ich das Boot, was ist in dem Boot drin. Und ja, da gibt es schon ein paar Feinheiten, die ich jetzt über die letzten Wochen und Monate so abgestimmt habe. Und ja, ich fühle mich gerade danach, das jetzt hier zu dokumentieren. Denn ich komme aus dem Guiding. Ich war jetzt gerade eine Woche unterwegs mit einem Guiding-Gast und die Woche hatte es in sich. Wir hatten richtig schönes Wetter, wir hatten heftigsten Wind, wir haben heftigsten Regen gehabt. Einen Tag Dauerschüttregen, also es hat wie aus Eimern gegossen. Aber wir haben uns entschlossen, an diesem Tag zu moven. Und genau diesen Situationen muss das Tackle, muss das Setup rund ums Boot standhalten. Es muss Stürme überstehen, es muss Regenfälle überstehen, es muss Hitze überstehen, es muss sämtliche Wetterkapriolen überstehen und es muss scharfkantige Ufergesteinformationen überstehen und so weiter und so fort. So. Und wie ihr in diesen Situationen zurechtkommt, wie ich mit diesen Situationen umgehe, genau das werde ich jetzt ganz differenziert
aufdröseln. Für alle, die das jetzt hier auf YouTube sehen, wild und frei, wir sind gerade mitten in der Staffel 1 und es geht eigentlich weniger um Erklärungen, es geht wirklich um das Feeling hinter diesen großen Gewässern. Ich gehe mit verschiedenen Leuten angeln, ich gehe auch mal alleine angeln und es geht nicht um Fischgröße. Wir fangen auch große Fische. Der größte Fisch bislang in der Staffel hat über 30 Kilo gehabt. Ja, sie sind dabei und ja, wir freuen uns wie verrückt, wenn sie im Kescher sind. Aber es geht wirklich ums Abenteuer und jeder Fisch bei diesen Abenteuertouren zählt. Alter, ich hab La Bomba gefangen. Jawohl! Strike! Wild und frei. Fangen wir mit dem etwas kleineren Boot an. Es ist unwesentlich kleiner, 3,20 Meter im Vergleich zu 3,60 Meter. Und das Ladevolumen, das ist relativ ähnlich, denn dieses Boot hat schlankere Schläuche, ist vorne etwas runder und hat deutlich mehr Innenraum. Das ist in meinen Augen ein perfektes Boot für Leute, die öfter das Boot auf- und abbauen oder das Boot auch mal mit einem E-Motor benutzen oder ganz ohne Motor rudern, die ein Boot suchen, das sie an ihrem Vereinssee benutzen können oder an größeren Gewässern oder dann eben auch tatsächlich an Großgewässern, wie hier am Oriana mit über 5000 Hektar Wasserfläche. Da drauf hängt ein 5 PS Motor. Als ich vom E-Motor auf den 5 PS Motor umgestiegen bin, dachte ich mir, oh geil, knatter, knatter und wow, da geht ja richtig was. Als ich dann hier ein bisschen länger zugange war, dachte ich mir, wow, von einer Stelle zur nächsten moven, das kostet richtig Zeit. Da bist du teilweise stundenlang unterwegs. Ich will was verändern. Und dann habe ich nach einem größeren Motor gesucht. Und ja, dann dachte ich mir, 10 PS, ob es die 10 PS bringen. Mittlerweile glaube ich ja, auf dem Boot. Ich glaube, du würdest mit 10 PS ins Gleiten kommen. Das würde reichen. Aber zu dem Zeitpunkt war es nicht sicher. Ich bin dann auf 15 PS gegangen, habe festgestellt, 15 und 20 PS sind zum Beispiel bei Tohatsu gleiche Größe, gleiches Gewicht und habe mich dann gleich für ein 20 PS entschieden. Dieses Boot kannst du bloß bis 10 motorisieren. 15 steht drauf, aber 10 sind zu empfehlen. Deswegen habe ich mich nach einem neuen Boot umgeguckt und habe dann dieses Boot da hinten gefunden. Und das hat deutlich dickere Schläuche, steht steiler im Wasser, hat einen größeren Kiel. Merkst du auch beim Rudern, das gleitet viel besser. Ist ein Boot, um einfach schneller zu reisen, aber es hat auf keinen Fall mehr Packmaß. Ich habe es noch nie direkt verglichen. Ich würde sagen, dass hier mindestens, wenn nicht sogar ein bisschen mehr reinpasst, als in das größere Boot, aufgrund der großen Schläuche und der schnittigen Form. Aber mit dem Ding da mache ich halt tatsächlich 35 km/h komplett beladen. Und das ist schon nice. Ich fahre nicht die ganze Zeit Vollgas, aber ich kann so, wenn ich bequem auf Halbgas fahre, so meine 25, 30 km/h fahren. Und das ist cool, weil dann komme ich wirklich mehr oder weniger den ganzen See rauf in einer Stunde, wenn ich es wirklich drauf anlege. Das heißt, ich kann zwischen den einzelnen Spots wirklich schnell moven, auch mal hier und da Location machen, auskundschaften. Wobei man auch sagen muss, mit einem 5 PS ohne Zeug drin, wenn du nur zum Location machen fährst oder ein bisschen Futter zum Vorfüttern dabei hast, kommst du hiermit auch super in Gleitfahrt und super zurecht. Also gerade für Einsteiger würde ich sagen, schafft euch erstmal einen 5 PS Motor an, falls ihr noch keine Ahnung von Motoren habt. Lernt erstmal die Tücken eines Motors kennen und auch den Pflegebedarf, wie man mit einem Motor überhaupt umgeht. Denn du musst einmal im Jahr Service machen am Motor, du musst Ölwechsel machen, du musst aufpassen, sind alle Benzinzufuhren auf und zu, je nachdem, ob du ihn fahren willst, alle auf. Zu, wenn du ihn irgendwie transportieren oder weglegen willst, sonst läuft das Benzin überall hin, sifft dir alles voll. Es gibt einiges zu lernen und auch ich hatte in den letzten Monaten einiges zu lernen hier in dem Umgang mit den Booten. Also das jetzt mal ganz grundsätzlich zu den zwei verschiedenen Modellen. Hier ist ein 3,20 Meter I-Boot und da ist ein 3,60 Meter I-Boot Pioneer, das eben zum
übers Wasser fliegen gedacht ist. Was gibt es von vornherein zum Boot zu sagen? Das Wichtigste gerade hier an diesem Gewässer rund ums Thema Boot ist der Anker. Du musst das Boot hier immer ankern. Also ich belade das Boot in der Regel sogar, wenn es draußen geankert ist. Wenn ich ein ganz ebenes, grasiges, weiches Ufer finde, dann traue ich es mich auch am Ufer zu beladen. Aber wir haben hier überall wirklich scharfe Steine, die teilweise nur in kleinen Spitzen irgendwo mal rausgucken und nimmst es gar nicht wahr. Aber wenn du da nachher das beladene Boot drüber schiebst, dann schneidest du es dir auf. Das ist hier so scharfes Schiefergestein, super gefährlich. Deswegen wird das Boot immer geankert, und zwar zweifach. Ich habe einen Anker vorne, der hat jetzt in dem Fall 4,5 Kilo. Ich kann euch das gerne mal zeigen. Sieht so aus, das Ganze. Jetzt so ein 4,5 Kilo Klappanker. Und 4 Kilo hat er. 4 Kilo Klappanker. Und ja, der lässt sich so zusammenpacken. Für die, die es nicht kennen. Dann könnt ihr den schön wegpacken und hier auch arretieren, dass es fest bleibt. Und dann macht ihr den eben auf, klappt den auseinander und habt dann die gleiche Arretierungsmöglichkeit nochmal unten. Dann bleibt er gespreizt. Und ja, der, wie ihr sehen könnt, der greift sich natürlich schön in Steine und so rein. Ne? Aber auch in Schlamm findet er ganz gut Halt. So, ich finde das eine gute Allround-Lösung. In großem Sturm schadet es nichts, auch nochmal einen Stein zusätzlich drauf zu legen. Gleiche ist hinten, nochmal ein Anker. Und Sinn und Zweck ist eben der, den ihr jetzt hier seht. Wenn der Wind sich dreht, ein bisschen den Winkel dreht, dass das Boot dann nicht mit der Schnur, mit der Ankerleine, die es hat, entweder aufs Ufer kommt und kaputt geht oder in die andere Richtung und ihr kommt nicht mehr hin. Im Sommer wurscht, kannst du hinschwimmen. Aber im Winter, wenn die Warthose nur bis hier geht und das Boot ist da draußen und das Wasser so tief oder noch tiefer, dann hast du ein Problem. Deswegen hier nochmal ein Anker. Ups. Und wie ihr seht, der sitzt sehr gut, den kriege ich gar nicht raus. Denn hier habe ich jetzt mal so einen anderen Anker. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Das ist so wie ein Hufeisen. Und so ein Anker, der eignet sich ganz besonders auf schlammigen Grund oder sandigen Grund, weil da zieht er sich so richtig schön rein wie ein Pflug und hält richtig toll, obwohl er eigentlich gar nicht so viel Gewicht hat. 2,5 Kilo hat der Kleine nur. Und ich packe hinten immer einen kleinen Anker hin, so um die 2,5 Kilo. Und setze dann lieber nochmal einen Stein drauf, weil ich will auch nicht so viel Ankergewicht mit mir die ganze Zeit transportieren und herumschleppen. Ich packe das dann schön auf Spannung, dass die Gummis so halbwegs auf Spannung sind, dass da nicht zu viel Spiel drin ist. Und was wichtig ist beim Ankern, wenn ihr mit einer Schnur ankert, also laut Lehrbuch, ich habe gerade meinen Bootsführerschein gemacht, solltet ihr fünffache Tiefe an Ankerleine nehmen, bei einer Leine und bei einer Kette, glaube ich, mindestens dreifache Tiefe. Ganz so wild mache ich es nicht, ich mache meistens doppelte Tiefe, weil ich ja auch im relativ flachen Wasser ankere. Also ich ankere ja jetzt nicht irgendwo auf 10 Meter, da brauchst du wahrscheinlich noch mehr Tiefe, damit der Winkel nicht zu steil ist, weil wenn der Winkel zu steil ist, und die Erfahrung haben wir hier in der Bucht selbst auch schon gemacht, da habe ich tatsächlich mit einer relativ kurzen Leine ein bisschen weiter draußen geankert, der Anker ging relativ gerade hoch und es kam etwas Wind auf. Irgendwann ruft mich meine Frau an und sagt, du, dein Boot fährt hier gerade durch die Bucht. Und ich sage, wie fährt es durch die Bucht? Ja, irgendwie treibt es. Und tatsächlich durch den Sturm, wenn das Boot sich bewegt und die Ankerleine zu kurz ist, dann hebt es den Anker einfach an. Es driftet in etwas tieferes Wasser, dann reicht der Anker schon gar nicht mehr bis zum Boden. Und dann ging zum Glück der Wind in diese Richtung und nicht nach da. Und dann konnte sie das Boot zum Glück auf der anderen Seite wieder bergen. Das sind Fehler, die macht man am Anfang, wenn man es nicht besser weiß. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch keinen Bootsführerschein. Ich kann es euch nur empfehlen, einen Bootsführerschein zu machen. Dann dürft ihr nämlich auch größere Motoren über 15 PS fahren. Das macht total Sinn in einigen Situationen. Und vor allem lernt ihr einiges auch übers Ankern, über wie geht man mit dem Boot um, auf was gibt es zu achten und so weiter und so fort. Ja, und jetzt nieselt's. Das ist perfekt,
weil den ganzen Tag hat die Sonne geschienen und jetzt stehen wir hier im Regen mit beladenem Boot. Aber das macht mir eigentlich relativ wenig aus, weil mein Boot ist so beladen, dass ich es auch im Regen fahren kann. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, weil ich möchte nicht vom Wetter abhängig sein, ob ich moven kann, ob ich abbrechen kann, ob ich irgendwas machen kann. Ich will jederzeit überall hin können. Und genau so habe ich mein Boot auch ausgestattet. Schauen wir es uns mal an. Da sind wir. Beim iBoot 360 Pioneer. Das gute Ding. So, ich habe hier einen 20 PS Tohatsu Motor drauf. Der lässt sich jetzt gerade so noch handeln alleine. Aber ist schon schwer. Besser zu zweit handeln. Also ist besser, wenn euch jemand hilft beim Dranmachen oder beim Tragen. Ich komme zur Not auch alleine damit zurecht. Das Wichtigste im Boot ist die Schwimmweste. Die darf auf keinen Fall fehlen, wenn wir an großen Gewässern unterwegs sind. Und ich habe jetzt hier so eine aufblasbare, selbst aufblasende Schwimmweste. Und ja, in der Regel habe ich die auch an. Gibt es da noch so einen Gurt für unten durch? Das ist nicht unwichtig, auch wenn es blöd aussieht. Aber wenn die explodiert, wenn die aufgeht, dann rutscht die ja hoch. Und dass sie nicht unten durchrutscht, gibt es da noch diesen Gurt zur Sicherung. Wenn ihr im Starkregen damit unterwegs seid und die sehr, sehr nass wird, die explodiert nicht. Die hat hier so eine kleine Salztablette drin. Erst wenn die richtig durchweicht, bumm, geht es auf. Oder wenn die hier zieht. Das ist also geschützt vor Regen und Spritzwasser. Aber wenn ihr so richtig durchsäuft bei einem krassen Regentag, wo ihr im Boot unterwegs seid, dann empfiehlt es sich, das hier so ein bisschen zu öffnen, vorsichtig. Aufpassen, dass die Faltung nicht verrutscht, dass alles so bleibt, wie es ist. Weil die müssen auch gewartet werden alle 2 Jahre, damit die ordentlich aufgehen. Auch wenn die mal offen waren, müssen die vom Fachmann wieder zusammengelegt werden. Dann in die Sonne legen oder in den trockenen Raum, hier so vorsichtig öffnen, dass hier drinnen alles trocknen kann. Weil sonst kann es nämlich tatsächlich passieren, dass durch das Restwasser, dass durch die Restfeuchtigkeit diese Tablette nachzieht und dann selbst im Schrank oder im Keller oder wo es eigentlich trocken ist, nach ein paar Tagen, bumm, die Schwimmweste aufgeht. Habe ich so im Internet nachgelesen, habe ich extra recherchiert die Tage, weil wir nämlich im Starkregen Routen gelegt haben und gemoved sind und so weiter und so fort. Letzte Woche beim Guiding. Ich ziehe die Weste mal wieder aus. Hier ist das Wasser knietief, ist nicht so gefährlich. Ansonsten habe ich hier so einige tolle Sachen drin. Ich glaube, ich würde mich aber deutlich leichter tun, wenn ich das Boot Richtung Ufer bewege und das Boot auslade und euch dann einfach die Sachen zeigt, die hier so drin sind, Stück für Stück. Ist vielleicht interessanter, als wenn ich es jetzt einfach hier so aus dem Boot heraus bläke und ihr eigentlich gar nicht seht, was richtig Sache ist. Ein wirklich interessantes Teil, das ich hier hervorheben möchte, ist ein Fender von Poseidon. Das ist hier so ein wirklich starkes Gummiseil, das ich nochmal verlängert habe, weil wir hier sehr tiefes Wasser haben an einigen Stellen. Und das hat hier so einen Schnellverschluss. Und da werdet ihr jetzt sehen, der hält wirklich bombenfest. In Wellen, im Sturm, immer, auf den kann ich mich verlassen. Aber wenn ich an diesem Mechanismus wirklich ganz leicht nur ziehe, ich spüre es kaum, geht er auf. Das ist wirklich ein geniales Teil. Und schwimmt bedeutet, sehe ich immer, habe ich immer die Ankerleine gleich zur Hand. Ich mache jetzt was, was ich normalerweise nicht empfehle, aber ich kenne das Ufer hier, das ist weicher Schlamm, keine gefährlichen Steine, deswegen ziehe ich es jetzt ein bisschen aufs Ufer, das Boot. Ganz vorsichtig, gut angehoben, lasse dann an einer Stelle runter, ich schleife es jetzt nicht über den Grund, das ist wichtig. Also schauen wir uns die Sache einfach mal Stück für Stück an, in aller Knackigkeit. Ich will es nicht zu ausführlich machen, einfach nur mal als kleiner Denkanstoß, als kleine Inspiration für euren Trip. Auf keinen Fall aufs Boot noch zusätzlich draufsetzen. Ich habe hier einen Expander,
Gummi. Damit fixiere ich meine Sachen. Da hinten habe ich noch mal eins, hier so quer über die Ruten drüber. Und ja, so hält das. So kann ich dann auch schnell fahren. Wenn das Boot wackelt, dann rutscht mir nichts runter. Das ist wichtig. Achtet auf Ladungssicherheit, ihr wollt nichts verlieren. Das ist eine blöde Situation, wenn irgendwas vom Boot runterfällt. Es nieselt und pieselt vor sich hin. Für die Kamera ist es nicht so gut, aber mir persönlich ist es wurscht. Fürs Angelzeug ist es auch wurscht, weil hier ist nichts, was nicht nass werden dürfte. Beziehungsweise alles, was nicht nass werden darf, ist sicher und wasserfest verpackt. Und das ist mir wichtig. Schauen wir mal grundsätzlich an, wie das Boot beladen ist. Also es ist sehr dicht beladen. Ich könnte jetzt noch deutlich in die Höhe bauen. Mag ich aber nicht, weil dann kann ich auch nicht mehr so schnell fahren. Da fühle ich mich nicht mehr so sicher. Ich gucke bei der Ladung auf jeden Fall, dass einiges an Gewicht, an schweren Sachen nach vorne kommt. Denn der Motor kommt besser ins Gleiten, wenn das Boot vorne etwas Gewicht hat. Guck aber, dass das Gewicht relativ ausgeglichen ist. So lade ich zum Beispiel auch auf diese Seite ein bisschen mehr Gewicht, weil ich nachher auf der Seite auf dem Schlauch sitze und dann den Motor bediene. Ja, so sieht das aus. Und das Kernelement meiner Packerei sind einerseits Packsäcke in verschiedensten Größen und andererseits EVA-Taschen, auch wiederum in verschiedensten Größen. Auch verschiedene Fabrikate, je nachdem, was ich in die Hände bekomme. Die sind relativ ähnlich zwischen den Herstellern. Ja, wichtig ist, dass da alles wasserdicht, kann man nicht sagen, aber Spritzwasser geschützt verpackt ist. Wow, ich sag's euch Leute, das Wetter hat uns gerade richtig schön verarscht. Anders kann ich es gar nicht sagen. Es hat immer ein bisschen genieselt, wir haben versucht weiter zu filmen. Und dann hat es kurz aufgehört, wieder voll angefangen, dann viel zu viel Regen, dann wirklich jetzt auch stark Regen zwischendurch. Langsam ist wieder Zeichnung im Himmel. Zwischenzeitlich war es einfach nur grau. Und wir saßen im Auto wie die begossenen Pudel. Das Krasse ist, mir ist jetzt richtig kalt. Ich habe eine Jacke übergeworfen, weil ich gerade nichts anderes zur Hand habe. Eigentlich würde ich mir am liebsten auch eine lange Hose, Schuhe, würde mich am liebsten dick einpacken, weil es ist jetzt gerade gefühlt um 10 Grad innerhalb von einer halben Stunde Temperatur gefallen. Und das ist genau das Problem, dass ich das ganze Frühjahr hier schon habe in Spanien. Ich hätte es echt nicht erwartet. Aber wir kämpfen das ganze Frühjahr schon mit Wetterkapriolen. Das wirkt sich auch tatsächlich auf das Fressverhalten der Fische aus. Die Fische haben angefangen zu laichen letzte Woche, haben wieder abgebrochen. Wir haben zwar im Guiding letzte Woche 6 Bisse rausgekitzelt, aber es war super harte Arbeit. Richtig harte Arbeit. Es ist alles andere als einfach im Moment, aber das ist Angeln, das ist das Abenteuer und das macht's aus. Sonst wäre es Fische fangen, sonst wäre es einfach, einfach. Zurück zum Boot. Probe aufs Exempel. Ich erzähle nicht nur, sondern es ist auch wirklich so, das, was hier im Boot ist, ist relativ wasserfest. Gegen Starkregen nur bedingt. Komme ich dann gleich noch darauf zu sprechen, wenn wir näher auf die Taschen eingehen. Ich lade jetzt mal das Boot Stück für Stück ab, erzähle euch, was drin ist und dann kriegt ihr so einen kleinen Einblick, vielleicht einen Denkanstoß für euren eigenen Trip. Erstmal Expander-Gummi runter. Und dann habe ich hier oben drauf eingepackt in eine, jetzt seht ihr es auch gleich, Achtung, wenn ich das hier anhebe, dann kommt gleich mal der Niederschlag von eben runter. War jetzt nicht so beeindruckend, glaube ich, wie ich es mir vorgestellt habe, aber hier war so eine richtige Pfütze drin. Hier ist eine Liege drin. Es gibt so Liegentaschen und hier habe ich eine relativ kleine, kompakte Liege drin. JRC Stealth X-Lite, die habe ich schon lange im Einsatz. Das ist so eine kleine Liege, eine leichte Liege und die passt auch in diese kleine Tasche. Es gibt aber auch für größere Liegen größere Taschen. Tracker hat eine, soweit ich weiß, eine wasserdichte Tasche auch. Und das ist hier eigentlich eine Backmat, also eigentlich ist die hier für eine Abhakmatte gedacht. Aber weil ich so eine kleine Liege habe, packe ich die hier rein. Ansonsten die größere, die Oval Light, die ich dann im Winter und in den kälteren Zeiten gerne nehme, die passt dann sicherlich in diese Tracker-Tasche. Die habe ich jetzt noch nicht in der Hand gehabt, aber ich gehe mal schwer davon aus. Das ist die Liege.
Dann sehen wir hier schon, abgedeckt von der Liege, einen Stuhl. Der ist jetzt nicht sonderlich wasserdicht verpackt, ist aber geschützt unter der Liege. Warthose in der wärmeren Jahreszeit habe ich den nur mal nachts an, wenn es kühler wird, um ins Wasser zu gehen. Oder wenn ich dann halt meine lange Hose abends nicht nass machen möchte. Aber ansonsten bin ich immer gerne barfuß und in kurzer Hose, soweit es geht. Das liebe ich einfach. Kontakt zur Erde, das erdet ein. Und ja, ich bin ein Naturmensch und ich mag das einfach. Dann Zelt. Titan Hide. Jetzt im Frühjahr wechsle ich wieder aufs Titan Hide. Den ganzen Winter über war es Titan Hide XL. Mega Zelt, kann ich nur empfehlen. Finde die Aufteilung super, man kommt hinten mit der Liege super rein. Hat viel Platz. Echt cooles Ding. Brauchst du nicht weiter verpacken, Zelt darf nass werden, kein Problem. Schuhe umgedreht. Ja, umgedreht die Schuhe, die Sohlen dürfen ruhig nass werden. Reinregnen sollte es nicht. Auch wenn die Hikes wasserdicht sind, aber auch nur bis hierhin. Meine Herren, da hat uns einer auf dem Kicker hier mit dem Wetter heute. Expander-Gummi runter. Dann haben wir hier Ruten oben. Für die habe ich noch keine wasserdichten Taschen. Kleine Aufforderung an die Angelindustrie. Wäre mal geil, wasserdichte Rutentaschen, aber andererseits auch irgendwie unnötig. Ich habe hier so einen langen Packsack, den zeige ich euch gleich mal. So ein Stinkbag, so einen großen, vielleicht passen die da sogar rein, habe ich noch nicht ausprobiert. Den habe ich erst seit kurzem. Aber ich habe im Boot die Scopes, das sind jetzt hier die 10 Fuß. 9 Fuß würden mir auch gefallen, ich habe im Moment 10 Fuß Ruten zur Hand, weil ich die eben habe. Am Kanal fische ich mittlerweile 9 Fuß, habe ich aber momentan nur 2 davon. Und hier habe ich 4 dabei. 2 Zweierfutterale ist handlicher für mich als ein Viererfutteral. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Ich mag das so und die Einzelfutterale mag ich auch nicht so gern. Also 2 Zweier, 4 Ruten dabei. Und wenn die Taschen nass werden, ist auch egal. Wichtig ist nur, dass ihr die nach dem Regen aufmacht, dass die richtig auslüften können. Und ja, da tut sich nichts. Ganz wichtig mittlerweile, Spinnruten. Habe ich mindestens 1 bis 4 dabei mittlerweile, je nachdem, was ich alles vorhabe. Und zwischendurch beim Karpfenangeln, wenn es mal eine Flaute gibt oder wenn mal richtig spiegelglattes Wasser ist, was dann meistens auch eine Flaute gibt, ein bisschen Oberflächenfischen auf Schwarzbarsch oder dann Jiggen auf Zander, sich das Abendessen fangen. Das habe ich hier wirklich lieben gelernt bei diesem wilden Angeln. Dann habe ich hier verschiedene Packsäcke. Einmal einen für Kleidung. Jetzt, wenn es wärmer wird im Frühjahr, fällt er natürlich klein und leicht aus. Und eben den gleichen Packsack hier nochmal. Auch beschriftet mit Boot, denn da ist lauter Bootszubehör drin. Hammer und Meißel, weil hier manchmal muss man ein bisschen sich das Ufer zurecht machen, um die Liege überhaupt hinzubekommen. Dann den brauche ich hier eigentlich nicht. Könnte ich auch weglassen. Aber ihr wisst, wie es manchmal ist im hohen Schilf oder Gras. Muss man sich auch mal ein bisschen Platz machen für sein Camp. Hier habe ich Planen drin, falls ich beim Moven doch nochmal irgendwas abdecken muss. Fallschirmseil oder Paracord. Für alles Mögliche, von Wäscheleine bis zum Anker. Eine Unterwasserkamera. Kleines, kompaktes, günstiges Modell. Die habe ich das letzte Mal vergessen zu trocknen. Nach dem Starkregen sehe ich gerade, ist ein bisschen Feuchtigkeit reingekommen. Gut zu wissen, die bleibt gleich draußen. Ja, dann ganz wichtig, eine Pumpe. Also ich pumpe das Boot mit so einer elektronischen Druckluftpumpe auf. Aber am Wasser selber habe ich auch immer noch eine Ersatzpumpe dabei. Motorzubehör, also Motorwerkzeug. Das ist ein richtig cooles Ankersystem von Poseidon. Das kann man auch wieder mit einem
Verschluss an dem Bootsseil festmachen. Und ich kann einfach fallen lassen, das mit so einem Magnetsystem. Und wenn man dann diesen Ring frei lässt, dann kann man den Anker wieder hochholen, weil der sich hier so festsetzt. Ist total geil. Ist gerade so, wenn man mal schnell im Drillen Anker braucht oder so. Super System. Ja, und ansonsten ein bisschen so wichtiges Bootsflickzeug. Bootflickzeug ist natürlich super wichtig. Und dann nochmal so Gedöns, was man nur benutzen kann, wenn man vom Boot angelt. Wie Subfloats und Fett für die Schnur, wenn ich mit Subfloats angeln will. Ja, nochmal so ein Fahrradschlauch kann man immer brauchen. Ersatzpatronen für die Schwimmweste. Und hier oben noch so Karabiner und Clips und so Zeug, was ja einfach praktisch ist. Packsäcke, ganz, ganz wichtig. Da könnt ihr, das sind ja auch Kompressionsbeutel, ne? Da könnt ihr auch komprimieren. Da könnt ihr die Klamotten hier so reinpacken, richtig schön zusammendrücken, Luft rauslassen und alles schön zusammenstauen. Und dann an anderer Stelle habe ich sie einfach als wasserdichte Tasche benutzt für härtere Materialien, die du eben nicht komprimieren kannst. Aber diese Zwecke erfüllen diese Taschen. Hauptsache, sie halten das Zeug trocken. Dann habe ich hier so einen kleinen Packsack. Hier drin ist Spinnzubehör. Im weitesten Sinne ist es Bootszubehör zum Spinnangeln, nämlich ein Driftsack. Und ein kleiner Anker mit einer dünnen Schnur, nur 1,5 Kilo Anker. Den anker ich dann vorne, wenn es zu stürmisch ist, gehe ich eh nicht raus. Wenn so leichte Wellen sind oder sogar glatt, dann anker ich mit einem 1,5 Kilo Anker an einer ganz, ganz dünnen Paracord-Schnur. Und der hält mich auch auf der Stelle. Das passt optimal und kann dann schön auf der Stelle jiggen oder so. Und auch mit einem leichten Bleikopf, 7 Gramm, alle Bisse sauber spüren. Oder dann eben in eine Drift, irgendwie am Ufer lang, bisschen das Ufer abklappern auf Schwarzbarsch. Dann habe ich jetzt zweimal die gleiche Tasche. Die eine ist deutlich schwerer als die andere. In der hier habe ich Session Bag mäßig Boilies, Teig, Groundbait, Pellets und oben drin meine Pop-Ups und so ein bisschen Baitzubehör. Und in der anderen, das ist meine Schatztruhe, da habe ich mein Spinnzeug drin. Da habe ich oben so ein bisschen die Köder, die ich aktuell benutze und Hakenlöser und so weiter und unten eine weitere Auswahl an Spinnködern. Dann zwei ganz wichtige Taschen. Einmal meine Tasche zum Kochen mit meinem Kochzubehör und einmal meine Tasche mit dem Essen. Mit meinen ganzen Lebensmitteln. Ja, auch die verpacke ich wasserdicht. Ich versuche alles wasserfest zu verpacken. Wasserdicht ist es nicht, das wollte ich ja, habe ich vorhin schon angerissen. Jetzt aktuell dürfte hier keine Feuchtigkeit reingekommen sein. Ist auch nicht. Komplett trocken. Alles easy. Gleiches hier. Nope, keinerlei Feuchtigkeit. Alles gut. Aber wir hatten so richtig krassen Platzregen letzte Woche beim Guiding und übelsten Sturm, 40 bis 50 km/h Wind. Und da hat es den Regen durch die Reißverschlüsse reingedrückt und da war leichte Feuchtigkeit in den Taschen. Das kann passieren, aber wirklich unter extremst Bedingungen. Das sind auch normalerweise, wärst du dann nicht ins Boot und wärst nicht gemoved. Aber selbst wenn du es vorm Zelt stehen lässt, und das mache ich auch mal ganz gerne mit den Taschen, gerade wenn ich das kleinere Zelt dabei habe, was ich nicht unbedingt drinne brauche, lasse ich außen stehen. Und so einen leichten bis mittleren Regen halten die aus. Das ist dem verdankt, dass dieser Reißverschluss über die Lippe drüber geht. Ne? Und dadurch kann das Wasser schwer eindringen. Aber wenn es jetzt so richtig reingepeitscht wird von Wind und also ich rede von richtig Niederschlag, werden glaube ich 24 mm in einem Tag und 50 km/h Wind. Da hat es dann auch ein bisschen Wasser in die Taschen reingedrückt. Da sind die Packsäcke allerdings super safe und ich habe noch so Kisten, so Munitionskisten, die habe ich jetzt auch eine ganze Zeit lang im Winter benutzt, bin jetzt aber zurückgekommen zu den EVA-Taschen
weil die ein bisschen Eigengewicht haben, dadurch alles ein bisschen schwerer machen und auch etwas sperriger sind. Die kannst du halt im Boot nicht so ein bisschen quetschen und drücken, um sie ins Boot reinzupassen, sondern da bist du eben gezwungen, dich an das Format der Kiste zu halten. Und das ist manchmal ein bisschen nervig, ist aber eigentlich geil, weil die Kisten sind wirklich komplett wasserdicht, 100 pro, selbst wenn sie dir reinfallen. Zwei Stinkbags, in dem hier habe ich nur Banksticks. Ich benutze gerne Banksticks und wenn ich die nicht benutzen kann, habe ich so einen kleinen Dreibein-Adapter. Dann mache ich mir ein Dreibein aus den Banksticks mit einer Buzzerbar-Auflage. Und so bleibe ich voll flexibel. Super cooles Teil, ist eigentlich für einen Kescher gedacht, aber ich hau die Banksticks rein, weil alles andere zerstechen die relativ schnell. Und dann habe ich hier noch so einen großen Stinkbag, der ist auch echt nice. Der ist richtig groß und da habe ich Wiegeschlingen und Kescher drin. Und da wollte ich jetzt eigentlich mal gucken, kam mir nämlich vorher, wenn ich mir nochmal so ein Stinkbag bestellen würde. Guck. Da würden sogar, ja, die 10 Fuß sind ein bisschen knapp, weil da kannst du nicht mehr richtig zusammenrollen. 9 Fuß würden hier zwei Zweierfutterale wahrscheinlich gut reinpassen. Super cool. Gute Dinge. Dann machen wir mal weiter mit dem Thema wasserdicht. Hier eine komplett wasserdichte Abhackmatte. Finde ich deswegen geil, weil die halt nicht schwerer wird. Die ist von Haus auf schon ein bisschen schwer, weil extrem robust und dick. Aber nimmt nicht weiter zu. Egal wie viel es regnet, egal ob man Fische mit dem Wasser handelt. Das finde ich super. Und da packe ich natürlich so ein bisschen Zeugs rein, ne? Bivy-Table. Dann habe ich jetzt hier aktuell einen Rodpod im Test. Cool ist, das ist noch richtig warm. Das habe ich eingepackt vorhin, kurz bevor wir es filmen angefangen haben. Ja, habe ich das im Boot noch mal ein bisschen geschlichtet. Und das ist noch richtig warm. Krass. Ja, und dann habe ich hier so eine, nochmal so einen Packsack, in dem verschiedene Sachen drin sind, wie eine Waage, Falteimer, dies, das, jenes. Das ist so mein Mattenpacksack. Da steht auch Matte drauf. Habe ich da auch drauf geschrieben, weil ich ja öfter mal den gleichen Packsack habe. Und das kann auch ziemlich nervig werden, wenn man dann nicht genau weiß, was in welchem drin ist. Dann habe ich hier nochmal die gleiche Tasche, die ich für Nahrungsmittel habe, die große EVA-Tasche. Und hier ist alles Mögliche drin. Die kommt mehr oder weniger so halb voll mit ins Boot. Und dann fallen mir kurz vor Abfahrt im Auto immer noch Sachen auf, die mit müssen, in der Regel. Und die schmeiße ich dann einfach so hier mit rein. Und ich bin auch von einer Sache weggekommen. Ich bin davon weggekommen, zu kompakt zu packen. Früher habe ich versucht, möglichst wenig Taschen zu haben und habe die dann voll geschichtet und geschlichtet und alles vollgestopft. Da komme ich gerade von weg, weil wenn du an was ran willst, dann musst du so wühlen und suchen und auseinanderfriemeln. Und wenn du das in Ruhe gepackt hast und dann in einer Stresssituation bist, dann kriegst du die Tasche auch gar nicht mehr richtig gepackt und zu. Oder dann ist zu viel Spannung drauf, was dann wieder schlecht ist, wenn der, also du willst wirklich gucken, dass bei diesen EVA-Taschen der Deckel auch wirklich flach bleibt und nicht zu sehr Spannung kriegt, weil sonst zieht es das hier hoch und dann geht der Reißverschluss nicht mehr über die Lippe so richtig drüber, dann ist es nicht mehr ganz so wasserfest unter Umständen. Deswegen, ja, ich bin echt davon weg, zu viel in eine Tasche zu packen, nehme ich lieber ein, zwei Taschen mehr mit. Und die ganze Sache ist ein bisschen luftiger, lockerer, übersichtlicher und wieder leichter zurückzupacken. Gerade beim Moven und so, wenn es schnell gehen muss. Dann habe ich Futtereimer. Verschiedenste Futtereimer noch hier drin im Boot. Und die kommen immer bei mir unten rein ins Boot. Gerade die Partikeleimer, weil wenn ich im Wellengang unterwegs bin, da ist Partikelsud drin. Der kann immer mal durch den Schlitz da zwischen Deckel und Eimer durchsiffen. Und dann will ich nicht, dass mir diese ganze buttersäuregeschwängerte Siffe
über alles drüber läuft. Ihr kennt den Gestank. Riecht wie schon mal gegessen. Deswegen Futtereimer unten rein. Außerdem sind die schwer. Willst du ja auch noch nichts draufstellen müssen. Dann habe ich hier eine Tasche, die ist hier hinten, wo ich sitze, griffbereit. Die heißt Boot-Lotzeugs. Und weil es jetzt gerade sonnig und trocken wird, kann ich jetzt hier gleich mal einen Blick reinwerfen. Da ist dann unter anderem nochmal eine EVA-Tasche drin. Also ich versuche alles so wasserdicht und voneinander getrennt wie möglich zu verpacken. Und dann sind hier wirklich ein Haufen Haarmarker drin. Ja, also die Tasche ist voll mit Haarbojen. Ich brauche immer Haarbojen satt beim Angeln, beim Loten. Also ich raste da komplett aus, wenn ich eine Kante sehe, die mir gefällt. Bumm, Haarboje drauf, weiterfahren. Dann mappe ich das mit dem Echolot. Den sehe noch eine geile Kante, bam, Haarmarker drauf. Und dann habe ich dann ein paar so Dinger draußen. Und dann mache ich mir einen Überblick, wie liegt das alles. Und dann lote ich vielleicht nochmal genauer aus. Genau hier will ich meinen Köder ablegen. Leg dann noch eine Haarboje, dann sammle ich die anderen erst wieder ein. Setze mir meinen GPS-Punkt, leg dann direkt neben der Haarboje ab. Haarboje wieder raus. Und so kann ich ganz präzise arbeiten. Und deswegen ist mir wichtig, dass hier ja nicht zu wenige Haarbojen drin sind. Es darf mir nie an Haarbojen mangeln, das ist mir wichtig. Und dann habe ich hier nochmal so ein Extra. Damit es, weil ja die Haarbojen so viele Schnüre und Blei haben, die eh ineinander immer mal wieder sich verknoten, habe ich hier Sachen, die ein bisschen getrennt davon sind, damit es nicht gar so ein Gewurstel wird in dieser Kiste. Und das ist einmal ein Lotblei, ein Tastblei besser gesagt, mit dem ich den Boden abtasten kann an einer geflochtenen Schnur. Und ganz, 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 ganz wichtig, ein Schnurretter. Der ist super wichtig, wenn die Schnur irgendwo durchläuft in ein Hindernis. Der muss immer im Boot sein. Das ist hier so ein Krallenblei und das werft ihr dann hinter das Hindernis oder ums Hindernis herum und fangt eure Schnur hinterm Hindernis raus. Dann könnt ihr die Kappen vor und hinterm Hindernis wieder zusammenbinden und könnt den Fisch weiter drillen. Das ist ganz, ganz wichtig. Gehört auf jeden Fall in jedes Boot. Und wenn der Fisch nicht direkt mit der Schlagschnur mit den letzten Metern ins Hindernis reingelaufen ist, sondern das irgendwo zwischendurch auf dem Weg hängt, dann kriegt ihr mit dem Schnurretter. Und dann habe ich hier in der EVA-Tasche nochmal eine kleine EVA-Tasche. Und da habe ich so ein bisschen Tackle-Zeugs drin, Hakenschleifer, paar Bleie. Und auch ein GTM 40 oder ein Fishhawk, Anaconda GTM, um die Wassertemperatur, die Wasserschichtung zu messen. Warum ist das alles auch unterschiedlich in noch meinen EVA-Taschen hier drin? Erstens mal, um Ordnung zu halten, weil sonst das mit den Schnüren alles durcheinander geht, einander verknotet. Zweitens auch, um die Sachen, die ich dann nicht unbedingt brauche, trocken zu halten. Das GTM, ja, das packe ich ab und zu mal aus, nicht alle zwei Tage. Schau mal, wie die Wasserschichtung ist. Außer das Wetter hat sich krass geändert. Aber in einer Session brauchst du es eigentlich selten mehr als zweimal. Deswegen bleibt es hier in der Tasche. Das hat ja auch wieder eine Schnur, die sich verheddern kann mit den anderen. Und genauso sind dann diese Schnüre von den anderen Utensilien, die ich nicht so oft brauche. Das Tastblei brauche ich auch nicht ganz so oft. Den Schnurretter auch nicht ganz so oft. Hingegen die Haarbojen viel öfter. Und so in der Reihenfolge ist es auch gepackt. So bleibt das Zeug, das ich nicht so viel benutze, ein bisschen getrennt, verknotet sich nicht miteinander und vor allem bleibt es dann auch noch mal trocken. Wenn ich nämlich die Haarbojen reinhole, dann sind die manchmal mit etwas Wasser gefüllt, bringen Wasser mit und würden dann alles andere auch wieder mit einsiffen. Ihr seht's, Ordnung ist das halbe Leben und EVA ist der beste Freund des Bootanglers mittlerweile. Diese Bootstasche, ich lasse sie gleich mal hier drin. Hier haben wir das Beispiel, es ist schön nass. Die werde ich nachher in einem trockenen Raum ein bisschen öffnen und trocknen lassen. Dann hier nochmal eine EVA-Tasche mit
dem Tabletop. Mag ich sogar sehr gerne, weil die nochmal ein bisschen weiter runter reicht mit dem Reißverschluss und hier das Wasser noch geiler ablaufen kann als bei denen mit den EVA. Deckeln. Das Wort nicht gefunden. EVA-Deckeln. Und kleiner Teaser schon mal, in dieser EVA-Tasche, Tackle-EVA-Tasche, sind noch etliche weitere EVA-Taschen für alles mögliche Zeug. Und eine Ersatztasche, die bleibt, die ist nicht EVA, aber die bleibt immer hier drin. Da ist nur Krimskrams, Ersatzgedöns. Gerade wenn man länger unterwegs ist, dann... Wisst ihr, ich habe da einiges durch mit Downsizing und wenig mitnehmen, wenig. Und ich habe schon einiges dabei, aber auch nicht die Welt. Also ich habe wirklich mittlerweile das dabei, was ich wirklich brauche und ein bisschen Ersatzzeug, damit ich nicht auf Kohlen sitze, wenn es mal wirklich gut läuft, was einfach passieren kann. Und wenn du dann 20 Kilometer weg bist, in der Pampa irgendwo, mitten im Nichts, und dir die Blei ausgehen oder deinen Lieblingshaken, das ist scheiße. Deswegen, ja, ich schaue schon, dass es übersichtlich bleibt. Das Boot ist ja auch nicht unerschöpflich beladbar. Aber ich bin weg von dem viel zu wenig mitnehmen. Das hatte ich auch eine Zeit lang. Gerade bei dem Session-Angeln. Ja, es macht ein bisschen träger, aber man bleibt auf jeden Fall gut im Rennen, wenn es gut läuft. Und das muss auch mal drin sein. Sondern ansonsten habe ich hier drin eine EVA-Tasche. Die ist jetzt gerade leer. Oder? Genau. Da ist nur noch mal so ein cooler Kescherhalter drin. Den habe ich hier auch noch mal. Der ist auch mit diesem nicen Verschluss von Poseidon, der sich so super leicht öffnen lässt. Da kannst du deinen Kescher dann rüberspannen aufs Boot und der Wind pustet den nicht weg. Wird unterschätzt. Eine richtige Windhose, die bläst dir da deinen Kescher einfach vom Boot. Dann noch mal so ein bisschen Fallschirmspringerseil, um zum Beispiel mit den Ankern was zu machen oder so. Ansonsten ist die leer, weil da kommt nachher nämlich das Echolot rein und die Schwimmweste und dann ist die auch wieder voll. Und dann packe ich das so ins Auto. Und zwischendurch dient mir die halt, um vielleicht andere Sachen mal spontan umzuschlichten. Und das war's dann auch schon. Da habe ich noch einen Tank drin. Eine Rigby, auf die ich mich seit Jahren verlassen kann. Super geile Akkubox. Und das Echolot, ganz wichtig. Zum Echolot vielleicht noch, das ist interessant. Das habe ich an den Heckspiegel direkt angebracht. Hummingbird Helix 7, cooles Teil, Preis-Leistung wirklich top, kann richtig viel, kann geil mappen. GPS, ganz, ganz wichtig auf dem großen Gewässer, dass du deinen Homespot einspeicherst und bei Nebel, Windsturm, egal wie es ist, immer zurückzufinden. Deine Spuren siehst du, die du gefahren bist, um die auch zurückzuverfolgen. Kannst super arbeiten mit dem Ding, Tiefenkarten erstellen, mappen. Ich habe das hier angebracht mit einem Ram-Mount. Das ist hier so eine Halterung, die ich verstellen kann im Winkel, je nachdem, wo ich im Boot sitze, wie es mir passt. Und da könnte ich mir jetzt zum Beispiel diesen Knubbel, der hier unten ist, diese Halterung, ja, da kann ich das wegmachen und wegpacken. Und diese Halterung, die kann ich mir an verschiedene Boote machen, um das Gerät zwischen verschiedenen Booten zu wechseln. Oder ich könnte jetzt diesen Knubbel auch zum Beispiel mit einer anderen Montageeinheit, da gibt es so spezielle vorne aufs Boot kleben. Wenn ich zum Beispiel an Spinnfischen bin und eher vorne im Boot stehe, könnte ich dann das Echolot einfach auch nach vorne versetzen. Also das bringt sehr, sehr viele Vorteile. Und habe hier hinten so eine coole Halterung noch für den Geber. Ähnliches System von der Flexibilität her ist hier so eine Fastenhalterung. Das ist so eine Halterung hier. Kann hier auch an jedes Echolot schrauben und dann den Geber wechseln, kann im Winkel verstellen. Das ist der Geber von dem Ding.
Das ist echt witzig, ne? So ein kleiner Geber mit Side Imagine, das ist echt cool. Also auch super kompakt, das Teil, ne? Und kannst dann auch einfach wieder dran machen. Und hält auch bombenfest. Und wenn du doch mal irgendwie irgendwo gegenfährst, dann klappt der dir auch weg. Das ist auch ziemlich cool. Das war's jetzt eigentlich im Wesentlichen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick geben, der euch nützlich ist oder euch vielleicht wenigstens unterhalten hat. Einfach mal so nach dem Motto, wie könnte man ein Boot für so einen Abenteuertrip sinnvoll laden? Ihr seht, es ist ziemlich durchdacht. Ich feintune immer weiter, bin viel unterwegs und ich denke, das ist schon eine ziemlich finale Ordnung, die ich jetzt hier mittlerweile habe. Aber die ein oder andere Tasche wird sich im Laufe der Zeit auch noch umstrukturieren. Erfahrungsgemäß bleibt es nie genauso, wie es aktuell ist, weil sich auch die Bedürfnisse am Wasser immer wieder verändern. Also da bleibt man auch agil. Ganz kurz nochmal zum Boot. Habe ich vorhin wahrscheinlich nicht gesagt. In diesem Boot hier ist ein Aluboden drin. In einem anderen Boden habe ich einen Slat Floor. Das ist so ein etwas modernerer Lattenboden. Ziehe ich mittlerweile einem Luftboden vor, Hochdruckluftboden. Hochdruckluftboden ist geil, ist super stabil, ist mega klein zum Zusammenpacken im Auto und super leicht. Also viele, viele Vorteile. Aber bei diesem schroffen Gewässer, an dem ich angel, und das sind so ganz viele kleine spitze Steine, auch die immer mal wieder mit ins Boot reinkommen, die gehen unter den Boden auch drunter teilweise. Und ja, die perforieren mir den Boden. Also ich habe sehr viele Probleme hier mit dem Hochdruckluftboden, hatte sehr, sehr viele Löcher schon im Boden und das nervt. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit den Boden zu flicken. Außerdem bringt es mir tatsächlich so, weiß ich nicht genau, so 5 bis 7 Zentimeter, 7 wahrscheinlich nicht, eher so 5 Zentimeter mehr Ladevolumen. Das hört sich jetzt lustig an. Da denkt man, ach, was bringt es schon? Aber auf die komplette Fläche des Bootes ist das schon einiges. Plus bringe ich gewisse Taschen und Eimer unter die Sitzbank, die ich normalerweise mit dem Hochdruckluftboden dann nicht drunter bringen würde. Und ja, der Lattenboden ist etwas weicher. Also man spürt ein bisschen mehr das Wasser drunter. Aber es ist nicht schlimm. Es ist immer noch sehr stabil. Du kannst gut drin stehen. Auch zu zweit. Du kannst es selbst zum Spinnfischen im Stehen nutzen. Also jammern auf hohem Niveau. Das ist optimal. Ist ein bisschen schwerer beim Wegpacken, beim Wegräumen. Aber ein Tod stirbst du immer. Hier habe ich den Aluboden drin. Ist zum Kotzen, den Aluboden ins Boot reinzulegen. Nervt richtig. Musste auch zu zweit oder zu dritt sein und ziehen und zerren. Oder vielleicht sind wir auch einfach zu dumm und ungeübt dafür. Aber wir haben uns schwer getan. Und ich vermeide ihn rauszumachen. Das Boot bleibt meistens aufgepumpt. Kommt dann auch aufgepumpt, entweder in der Garage oder liegt auf dem Trailer. Wenn es mal sein muss, kann man den Aluboden aber rausmachen, das Boot zusammenpacken und auch kompakter verstauen. Ein großer Vorteil einem Hartschalenboot gegenüber. Denn das ist immer groß, immer sperrig. Und ja, wenn das mal weg muss oder du weg musst, dann brauchst du dafür einen sicheren Liegeplatz oder Staufläche. Und den Vorteil hast du halt einfach mit einem Schlauchboot, dass du das im Zweifelsfall komplett kompakt wegpacken kannst oder kompakt wegpacken kannst, um es wohin zu fahren. Und selbst das, also wenn ich jetzt eine 3- oder 4-Wochen-Session irgendwo machen würde, dann würde ich wahrscheinlich es mir sogar geben, den Aluboden mitzunehmen. Aber für alles unter 2 Wochen ist mir das, glaube ich, dann zu mühsam, den reinzumachen. Vielleicht kommt es aber auch mit der Zeit, mit der Übung. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass es absolut geil ist, einen festen Boden im Boot zu haben, also jetzt in dem Fall einen Aluboden. Das macht was ganz anderes aus deinem Schlauchboot. Es ist viel stabiler, sowohl beim Fahren, aber vor allem auch beim drinnen Stehen. Also wenn du zum Beispiel auch ein bisschen Spinnfischen willst oder viel vom Boot im Stehen drillst, ist krass, ist echt geil. Du stehst bombenfest auf dieser Plattform. Ja, das war's zum Boot. Wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Thema, zu der Packerei, zu Booten, Motoren. Ich habe mich da in den letzten Monaten ziemlich intensiv damit auseinandergesetzt und ihr könnt mich jederzeit gerne auf Instagram anschreiben. Wenn ihr Fragen dazu habt, komme ich gerne mit meinen Antworten, soweit ich sie beantworten kann.
Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese etwas andere Folge von Wild und Frei, die jetzt etwas technischer war und nicht ganz so spiritmäßig wie die anderen, hat euch trotzdem gefallen und weitergebracht. Vielen Dank für euer Abo. Viel Spaß mit den weiteren Folgen und bis bald.